freue mich, Sie zur Vorschau unserer bevorstehenden Altmeister-Auktion am 12. Oktober begrüßen zu dürfen. In dieser Auktion werden wir ca. 300 Gemälde anbieten, deren Entstehungszeit sich zwischen dem 15. und dem späten 18. Jahrhundert bewegt. Es sind sehr viele niederländische und flämische Bilder dabei, Meisterwerke des goldenen Jahrhunderts, also des 17. Jahrhunderts. Ich stehe hier vor einem Gemälde des Malers Joachim Eutewal. Eutewal, der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts tätig war, gehört zu den Utrechter Manieristen. Entfernt gehört er in den Kreis der Caravaggisten. Eutewal war ein Maler, der viel gereist ist. Er war vor allem über einen längeren Zeitraum in Italien und hat dort die Einflüsse der zeitgenössischen Malerei aus Bologna und Venedig aufgenommen. Das Bild, das wir im Oktober versteigern werden, zeigt die Anbetung der Hirten. Es ist eines seiner Meisterwerke. Wir haben in dieser bevorstehenden Auktion eine ganze Reihe von Werken der Malerfamilie Bruegel, beginnend hier mit Jan Bruegels weiträumiger Landschaft, ein Werk von Jan Bruegel dem Jüngeren, eine sogenannte Windmühlenlandschaft. Sie ist im klassischen Aufbau der flämischen Landschaftsmaler dieser Zeit gestaltet. Vom älteren Jan Bruegel ein neu entdecktes Meisterwerk, Pluto raubt Proserpina, also ein Sujet aus der griechischen Mythologie. Eine kleine, sehr farbintensive, leuchtende Kupfertafel, auf die wir sehr stolz sind. Eines der ikonografisch interessantesten Gemälde der bevorstehenden Auktion ist Jean-Baptiste Van Moors Einzug des Sultans in Istanbul. Es zeigt den Sultan umgeben von vielen seiner Dienerschaft, von Janitscharen, von Soldaten, von Mitgliedern seines Hofstaats, wie er durch Istanbul reitet, reich und kostbar gekleidet und sich in einer feierlichen Prozession zur Moschee der ehemaligen Hagia Sophia begibt. Es ist ein Beweis dafür, dass die Türkenmode im 18. Jahrhundert sehr stark war, die Türkerien. Es war die Zeit, in der die Türken keine Bedrohung für Europa mehr darstellten, sondern man sah damals nur noch den Reiz des Exotischen. Das Türkische galt als fremde, aber interessante Kultur. Man reiste nach Istanbul, man schmückte sich mit Motiven aus der Türkei, sowohl in der darstellenden wie in der bildenden Kunst. In der Musik muss natürlich an Mozarts Entführung aus dem Serail erinnert werden. Der Maler Jean-Baptiste Van Moor, der aus Frankreich stammte, war über einen längeren Zeitraum, mehrere Jahrzehnte, in Istanbul und hatte sich auf Darstellungen aus dem türkischen Hofleben spezialisiert, die er sehr erfolgreich nach Mitteleuropa und Westeuropa verkaufen konnte. Neben dem Schwerpunkt der niederländischen und flämischen Malerei hat die bevorstehende Auktion wie immer einen zweiten Schwerpunkt, die Malerei Italiens. Es sind hochbedeutende Bilder aus hochbedeutenden Sammlungen. An erster Stelle zu nennen ein Meisterwerk von Guercino, Gottvater mit einem Putto, mit der Erdkugel. Dieses Bild entstand im Auftrag der Bologneser Familie Locatelli. Es gelangte später in die Sammlung Hume, eine bekannte englische Privatsammlung, und von dort in die Sammlung der Herzogin von Sagan in Paris. Eine Neuentdeckung ist Guido Renis Apoll, ein großformatiges Gemälde, bisher noch nicht auf dem Markt gewesen und von daher eine Neuentdeckung, auf die wir stolz sind. Marcantonio Franceschini malte in sehr eleganten Farben, in einer sehr dekorativen Komposition, den Raub der Europa. Franceschini ist hier in Wien vor allem dadurch bekannt, dass er für den Fürsten von Liechtenstein Fresken im Gartenpalais in der Rossau gemalt hat. Er war ein vielbeschäftigter Künstler. Ein ebenso vielbeschäftigter Künstler war Giovanni Antonio Pellegrini. Er gehörte zu den reisenden venezianischen Künstlern, die im Laufe ihres Lebens alle bedeutenden Höfe Europas und alle Kunstzentren des alten Europa besucht haben. Das hier angebotene Bild zeigt Rebecca am Brunnen. Es ist ein typisches Werk mit den eleganten Farben und der schönen Komposition, für die Pellegrini bekannt und berühmt war. Ein frühes Bild, ein Trecento-Gemälde, stammt von dem Maler Simone dei Crocefissi. Es ist dies eine Ausnahme in seinem Werk, denn dieses Bild wurde vom Künstler signiert. Der Künstler war tätig und lebte in Bologna.
Nach Neapel führt uns ein signiertes und datiertes Werk von Giuseppe Ribera. Es zeigt den büßenden heiligen Hieronymus. Auch dieses Bild ist bemerkenswert, eben dadurch, weil es signiert und datiert ist, was im Werk von Ribera nicht allzu oft vorkommt.